Am Eingang des weitläufigen Ivindo-Nationalparks in Gabun durchsuchen Wildhüter in paramilitärischen Uniformen die Habseligkeiten eines Fischers nach Waffen und Munition. Denn Wilderer sind hinter dem wertvollen Elfenbein der Elefanten her. Jede Woche töten sie bis zu 20 Dickhäuter. Notre métier est devenu dangereux. Unsere Arbeit ist sehr gefährlich geworden. Je mehr Wilderer wir festnehmen, desto stärker bewaffnen sie sich. Und wir haben nicht genug Waffen, um das Problem zu lösen. Siebentausend Quadratmeter ist der Ivindo-Nationalpark groß. Es gibt keine Dörfer oder Straßen. Das Gebiet kann nur mit Booten durchquert werden. Ein gutes Versteck für Wilderer, unmöglich für die Wildhüter zu kontrollieren. Schätzungsweise 80.000 Elefanten leben noch in Gabun. Und so boomt das internationale Geschäft mit dem illegalen Elfenbein weiter. Très bien voir des containers. Immer wieder verlassen Container mit Elfenbein aus Gabun Kamerun. Die gehen dann nach Hongkong. Dann geht derselbe Container nach Pakistan, wo er mit Drogen und Waffen beladen wird. Und dann geht der Container nach Somalia zum Beispiel. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Für ein Kilo Elfenbein werden in Gabun umgerechnet etwa 120 Euro gezahlt. Ein Großteil davon geht nach China. Dort legen Kunden für ein Kilo bis zu 2.000 Euro auf den Tisch. Ein solches Geschäft wollen sich viele nicht entgehen lassen.